Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoct. Ja, Factorio. Und wie ihr seht, haben wir hier Schrotpatronenschaden 5. Warum? Der Technikanzug ist durch. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo ist der hier, genau, da, der 2er, da, Powerrüstung 2. Wir können im Prinzip die Powerrüstung 2 bauen, brauchen aber noch Alien-Fragmente. Und jetzt werdet ihr also überlegen, hä, wieso hat er die jetzt durch? Wie geht denn das? Ja, ganz einfach. Mir hat jemand was zukommen lassen, eine kleine Information, wie man die hier gut jagen kann. Und das wollte ich dann ausprobieren und dann, hupsala, mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht aufgenommen. Ja, und deshalb habt ihr das jetzt gar nicht gesehen, aber... Ups, ich mache diese Jagdmethode einfach mal weiter, damit ihr sehen könnt, was ich überhaupt gemacht habe. Ist ja immer mal ganz nett zu sehen, was habe ich denn überhaupt gemacht. Okay, so. Und zwar habe ich hier immer diese super genialen Türme aufgebaut. Oh. Bin ja immer so rangegangen. Zack, nächster Turm. Zack, sowieso. Und zack, gesammelt. Ah, seht ihr? So läuft das. Ja. Und so kann man die Alien-Nester auf einer recht zuverlässigen, hohen Geschwindigkeit knacken. Das ist jetzt zwar eine gute Materialschlacht, aber sie ist recht frustfrei. Und von daher... für mich durchaus legitim aktuell, das so durchzuführen. Genau. Deshalb mache ich das so. Es ist angenehm, es ist flott, es funktioniert. Und hoppala. Da war ein Wurm. Da war der Wurm drin. Sprichwörtlich der Wurm drin. Habt ihr das gesehen, eh? So. Schubidubidu. Und jetzt geht's hier direkt dabei wieder nächste Zack-Ding. Oh Gott, immer die Hänger. Ich weiß nicht, woran die Hänger liegen. Das liegt wirklich an der Versionsnummer wohl. Weiß ich nicht. Oh. Gut. Okay, schauen wir mal, was dahinter noch hängt. Oh, da hängen noch Raketenwürmer da hinten. Und alle möglichen anderen Schmarren. Gut, das heißt also, wir werden weiter mal hier hinbauen. Oh. Nächstes. Schubidubidu. Und schön aufräumen da hinten. Passt schon. Gucken wir mal, was ist da hinten noch überhaupt? Aha, ein Nest und jede Menge Raketenwürmer. Gut, okay. Das heißt, wir werden da mal hinbauen noch. Upp, ich bin zu weit weg. Genau, jetzt hier hin, schwupp und yippie in eins. So, hin und wieder geht halt ein Turm kaputt, aber lieber der Turm kaputt als meine Nerven. Weil meine Nerven, die sind da schon ein bisschen kostbarer, würde ich mal behaupten. Und deshalb ist das hier, wie gesagt, eine Materialschlacht. Ne? So, ein einzelner Wurm ist nun echt kein Problem, den kriegen wir locker weg. Oh ja, die nächste Forschung ist durch. Was machen wir denn jetzt? Schrotplatonenschaden Nummer 6. Das geht nochmal höher. Ist natürlich nicht schlecht. Schrotflintenrate. Hm. Wir machen mal noch mehr Schaden. Ich will aus den einzelnen Schuss erstmal ein bisschen mehr Damage rausholen. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Und währenddessen sammeln wir hier mal alles ein. Wie viel hat man jetzt gehabt? 86. Könnte knapp werden. Guck mal gleich mal nach. Hab nämlich noch was anderes vorbereitet. Und zwar diese Bücher, die man benötigt. Ja, das ist so eine Sache mit den Büchern. Oh, deshalb müssen wir mal kicken. Auf jeden Fall werden wir nochmal so viele Alien-Nester aussehen, dass wir 100 von den Kügelchen haben. Jetzt haben wir einen Hänger. Warum auch wieder? Okay. Muss wohl so sein. Na gut. So, dass wir 100 von diesen Kügelchen haben. Und wenn wir die 100 dicht haben, dann werden wir den Anzug bauen.
Da noch ein bisschen Personallaser. Und dann schauen wir mal. Gut. Halt, safen. Das ist auch immer natürlich immer noch wichtig, dass man immer zwischen jedem Nest speichert. Weil Unfälle können ja trotzdem passieren. Das ist ja nicht so, dass das hier unfallfrei alles vonstatten geht. Ja, das besonders, wenn ich jetzt so sehe, dass hier so richtig viel ankommt. Ah. Boah, kommt mal hier, räumt mal auf. Sehr schön. Sehr sauber. Jo. Das nennt man da Verluste. Bisschen Portokasse ist immer. Aber das ist ja normal. Genau. Gut, wir arbeiten uns langsam wieder hier runter. Oh. Ja. Lasst mich mal in Ruhe. Ich stehe für euch gar nicht so zur Verfügung. Ja. Könnt damit andere Leute machen. Gut. Und jetzt sind wir direkt sozusagen gleich im Herzen der Alien-Fabrik. Alien-Fabrik, Alien-Station. Wenn man da überhaupt Station schippt, kann ich es nicht. Okay. Wow, hier ist definitiv leer hier räumen. Sehr schön. Gut, nehmen wir mit. Nehmen wir mit und nehmen wir mit. Wie viel haben wir? Oh, wir haben genau 100. Das nennt man mal Punktlandung. Die Dinger lasse ich hier mal nicht stehen. Die nehme ich weg. Das reizt sonst irgendwie die Aliens. Wenn das hier einfach so rumguckt. Und deshalb mache ich das einmal gleich weg. Passt schon. Genau. Die Strommasten, das ist egal. Das kümmert keinen. Die emittieren nichts. Also die machen keine Verschmutzung. Die machen keine Aggressivität. Aber die Türme, das ist immer so eine Geschichte. Das gehört mit zum Militärforce. Und der Militärforce wird dann immer gleich abgebaut. Genau. So, das hier alles schön mitnehmen. Gibt's gratis. Naja, so gratis auch nicht. Ich hab die ja mal gebaut. Gut, okay. Jetzt haben wir natürlich einen richtig langen Weg, der nach oben geht. Das ist wirklich ein langer Weg. Also, kann ja euch mal die Karte zeigen. Guckt mal. Hier oben. Oh, hier oben ist unsere Basis. Und bis hier unten ist das wirklich schon alles weggeräumt. Also es ist schon echt eine Menge passiert. Und da wollen wir mal kicken, dass wir da ein bisschen vorankommen. Ach ja, hier angelt habe ich zwischendurch auch mal. Schaut mal, ich habe nicht roher Fisch. Ja, braucht man effektiv? Hm, naja, riesig nicht. Das, vielleicht ist es nicht meine Spielweise, dass ich es brauche. Vielleicht wird ja irgendwann mal wichtig. Wer weiß, was ist denn hier los? Alarm. Aha, schon mal weitere Informationen auf die Karte. Aha, da oben braucht ein Reparaturkit. Und was ist das da? Aha. 5 Türme. Ja, ich werde letzte Zeit auch öfters angegriffen. Also je weiter ich hier gekämpft habe, umso öfters werde ich angegriffen. Ist natürlich nicht so schön. Aber naja. Ich weiß aber auch nicht genau, wo die Aliens, von welcher Position die da oben rankommen. Das ist mir auch aktuell so ein bisschen unschlüssig. Aber sie kommt von irgendwo dort halt ran. Ja? Ah, die ist nochmal so. So, das ist wirklich ein ganz schön langer Weg. Ja? Ist halt so. Und ich denke mal, wir werden noch locker 500, vielleicht 1000, also 500 bis 1000 irgendwo dazwischen, Dingens benöten. Also hier, hier ist schon hier Dingens. Naja, Dingens halt. Alien-Artefakte, genau, das war die Wesen. Oh, jetzt kommen die ganzen Bots mir schon entgegen. Guckt mal, kaum komme ich hierher. Zrrr, geht das los? Ja, wir haben Zeug für dich. Schön, dass ihr Zeug für mich habt. Ich brauche Holz. Spielerinventar ist voll. Ja, ich sehe auch warum. Haha.
1, 2, 3. Dann brauche ich die Dinger. Nicht die Dinger hier. Die Dinger. Aber ich muss die hier mal aufstellen, damit die mal repariert werden. Dann. Ach je, das nimmt hier kein Ende. Vor allen Dingen kein Gutes. So, machen wir das, sind die kaputten. Juhu, das sind auch kaputte, kaputte. Hier ist ein kaputter. Das sind alle kaputte. Immer wenn er eins steht, warte mal. Wenn er eins steht, ist definitiv ein kaputter. Hm. Jetzt sind 26. Ist da noch ein kaputter drin? Nö, keine kaputt mehr da. Aber die Autos sind kaputt. Die kann ich auch mal hier hinstellen. Okay. Gut, dann kann die ja mal irgendwann mal repariert werden. Juhu, was haben wir denn hier? Genau, die habe ich gebaut. Energiesparmodule, Bücher und was habe ich noch hier gebaut? Ich habe noch mehr gebaut. Muss ich mal gucken, wo ich die hingepackt habe. Hier habe ich die hingepackt, genau. Und dafür brauche ich nämlich für den Anzug. Jetzt muss ich nämlich schauen. Der Anzug ist hier. Ich brauche dafür... Oha, jede Menge. Was ist denn das? 200... Prozessoreinheiten. Oh Gott, das. Prozessoreinheiten. Ja, Prozessoreinheiten. Gehen wir mal den Prozessoren hinterher. Ich müsste theoretisch doch 200 Prozessoreinheiten haben. Wenn ich mir jetzt nicht so sehr vertan habe. So, machen wir die mal raus. Und der Anzug wird gebaut. Boah. Ist es geil. Oh Mann, der wird gebaut. Und wieso brauche ich hier nochmal 20 davon? Haben die Grünen nicht gereicht? Oder hat die gerade irgendwo hingeschmissen? Irgendwo hin? Kicken wir mal nach. Weil sonst dauert jetzt hier ewig. Ja, das dauert wirklich ewig. Das ist jetzt kein Witz. Das sage ich nicht, um irgendwie euch zu schockieren oder so. Nee. Das ist jetzt hier kein Witz. Wo waren das gewesen, die Kisten hier? Hier sind die blauen drin. Nee, das ist ja die, was ich in der Kiste habe. Nee. Hm. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe gedacht, dass ich schon gebaut hätte, aber na gut. Dann seht ihr, wie lange die Grütze da dauert. Ne? Gut, in der Zwischenzeit würde ich mal sagen, reparieren wir mal hier. Ah, wow, der dauert hier. Uiu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 i. Wir reparieren hier. Wir brauchen nochmal Gunnerie. Wir reparieren hier. Wir brauchen Gunnerie. Und irgendwas ist da oben ohne Futsch. Das müsste ich ohne auf alle Fälle reparieren. Weil das ist ja meine Basisverteidigung. Und wenn die futsch ist, dann ist das nicht so lustig. Ha? Müssen wir mal schauen, dass wir die hier noch ganz bekommen. So, dann räumen wir das hier mal ein. Schwupp. Oh, mittlerweile läuft das eigentlich hier ganz gut mittlerweile. Oh, ich habe meinen Logistikroboter eingesammelt. Toll. Das ist ein bisschen nervig. So, okay, der ist ja draußen. Oh, guckt mal, wie hier das Eisen hier alles verhüttet. Hier kommt teilweise kein Eisen an. Eigentlich könnte ich die wegruppen. Ja, könnte. Das ist alles Makulatur eigentlich. Ja, im Prinzip kann ich hier nochmal die Forschung drin kloppen. So. Das läuft alles. Jetzt wollte ich da oben gucken, warum da meckert auch noch was wegen Reparatur unten. Was meckert da unten wegen der Reparatur? Ach, die doofen Autos. Ja, doofe Autos sage ich deshalb, weil so richtig klar komme ich mit der Fahrerei nicht. Das ist alles auch nicht so toll. Da denkt man, ja, wow, Auto. Toll, jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Ich habe den falschen Button gedrückt. Oh, jetzt geht noch Schluck auf. Okay. Hm? Und das nächste. Okay. Weg und weg. Sehr schön. Warte mal, lass uns mal hier eine Kiste packen. Ne, das brauche ich da eh nicht. Ja, jetzt ganz ehrlich. Wenn ich da eh nicht mitfahre. Wo sind denn die? So, immer ein Auto hier.
Wo ist das zweite Auto? Ach, hier drinne. Dann das hier. Okay. Dann die Kohle. Kohle schleppe ich eh nur rum. Keine Ahnung warum. Die Harvester brauche ich aktuell nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nachtsichtgerät benutze ich aktuell auch nicht. Stange. Wow, ich habe eine Eisenstange. Ja, ja, der ein Rohr. So, da haben wir ja was für die Jüngeren gemacht. Die schmunzeln jetzt alle. Hm? Und alle, die jetzt nicht schmunzeln, die sind locker schon über 30 oder älter. Ja. So macht man einen Altersfilter. Ja? Könnte man irgendwann mal so machen, so Sicherheitsabfrage, ob jemand zu jung und das alt ist. Dann sagt man immer so, boah, ich habe ein Rohr. Und dann geht einloggen nur mit Facecam. Und wenn dann derjenige fehlt, ja, weil er lächelt, dann kann er halt nie einloggen. Ja, hier sind die Dinger drin. Ich weiß nicht, wo die Roboter sind. Ich hatte eigentlich hier mal Repair-Bots. Keine Ahnung, wo die Repair-Bots sind. Ja, ich müsste irgendwann mal Repair-Bots nochmal bauen. Ist auch noch so ein Ding, was ich noch machen muss. So, schauen wir mal. Wir könnten uns jetzt, damit das nicht so weit ist, hier unten sozusagen da und dort die Aliens heranziehen. Ne? Ich denke mal, das ist ein gutes, lohnendes Ziel. Und das machen wir jetzt einfach mal auch. Das heißt, wir gehen einmal hier lang. Hier ist gerade nicht der Zug. Das ist sehr schön. Ja, seitdem der einmal mich der Zug erwischt hat, da bin ich immer ein bisschen nervös. Aber ich denke mal, lieber ein bisschen nervös sein, als leichtsinnig über die Gleise rennen. Es sollte übrigens auch für das Real Life gelten. Ja. Es ist zwar immer ganz spannend und toll und sieht immer gut aus bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn, aber in der Real Life ist sowas eher nicht so zuträglich. So. Genau, fangen wir hier mit den hier an, genau. Hier speichern wir dann nochmal. Spiel speichern. So, das haben wir. Speichern, speichern, speichert. Und in der Zwischenzeit baut der Anzug weiter. Das ist ganz gut. So nutzen wir die Zeit wenigstens effektiv. Und wer sollte mal sagen, dass wir nicht effektiv spielen würden? Naja, also wenn ich effektiv spiele, glaube ich, da gibt es Leute, die spielen effektiver. Aber ich versuche es zumindest, ne? Dass so eine Folge ein bisschen irgendwie immer einen Erfolg hat. Gut, bis hierhin wieder ran. Das heißt, wir machen einmal hier eine Gunnery hinbauen. Dann schwuppdiwupp bis dahin. Okay. Wieder Gunnery hinbauen. Bin ich ein bisschen, bisschen übervorsichtig, keine Ahnung. Aber ich sag mal lieber ein bisschen vorsichtiger als zu sehr das Nachsehen. Ja, das ist ja auch die Sache. So. Hahaha. Kommt hier kein Vieh an, oder? Wollen die nicht? Dürfen die nicht? Können die nicht? Wollen die nicht? Ist immer so die Frage, die sich dann so stellt manchmal. Jo. Jetzt bin ich schon so nah dran, ne? Alter Falter. Hä? Hallo? Ach, das ist der Würmerie da vorne. Autsch, das ist der Würmerie. Gut, das ist der Würmerie. Das heißt, die werden wir auf alle Fälle trotzdem mal entsorgen. Auch wenn sie uns jetzt gar keine Punkte gibt. Aber wir werden sie zumindest los. Und das wäre ja nicht mal so unverkehrt. Weil der Würmerie... Ja, die Würmerie ist immer sehr unangenehm. Die will leck loswerden. Der Wurmkur kennt er ja aus der Terraria-Let's Play von mir. So, genau. So passt das. Okay, dann kommt wieder einmal... warum will er nicht? Du hast zu wollen. Genau. Ob du willst oder nicht. So. Schubidubidu.
die Dinger ballern. Okay, die haben geballert und hier ist alles weg. Würmerie hat ausgewürmt. Jetzt schnell mal Repair Tool raus. Okay. Hier nochmal repairen. Und da unten auch. So muss das sein. Oder werden wir mal gleich gucken, was wir als nächstes hier nehmen. Da sieht alles gut aus. Hier vorne hat es die Turret erwischt. Und die sehen alle ganz gut aus. Wunderbar. Also wieder einpacken. Ah. Ja, alles im Allen ist das ganz gut so. Okay. Wunderbar. Und das hier auch einpacken. Sehr schön. Dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Da oben ist definitiv ein großes Nest. Das sollten wir auf alle, hoppala, das sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Und da können wir ditte und ditte mitnehmen. Und dann arbeiten wir uns hier oben so lang. Da haben wir es wieder. Wir Deutschen arbeiten uns auch in Spielen. Ja, das ist ja... Das ist immer so vorbildlich. Ja? Wir haben nie Freizeit. Selbst wenn wir Freizeit haben. Müssen immer noch was machen. Da nennt man Pflichterfüllung bis in die letzte Quäntcheneinheit. Ja? So. Gut. Wollen wir mal kicken. Hoppala. Ah, ich werde mir eine Schneise durchschießen und dann erst den da machen und dann den da machen. Oder machen wir so lang und dann so hoch. Genau, das machen wir so und so hoch. So, schön hier alle wegballern. Genau. Ah, schön sauber alles machen. So muss das sein. Okay, bis hier hin und ja, schießt dir mal dein eigenes Ding hier kaputt, ey. Okay. Das ist doch in Ordnung. Ja. Keine Ahnung. Manchmal kriegt die Engine das vielleicht zu spät mit oder so, weiß ich nicht. So, auf alle Fälle mal Turrets hier bauen. Zwar einige. Weil da sind definitiv Aliens. Das sehe ich schon an der Radarbewegung. Das sehe ich doch jetzt schon. So. Schwuppdiwupp. Ah. Bis dahin. Genau, ich hab's doch gewusst, dass die kommen. Ne? Ich kenne doch die Aliens. Ne? Ja, hätte gedacht, die kriegt da nicht mit, oder was? Ah? Ja, ja. Jubidu! Oh, da oben sind auch wieder Würmer. Autsch, das tut gerade weh. Da ist der Damage im Zug, im Verzug. Genau. Na? Okay, hier mal wegräumen. So ein bisschen flotty. Flotty Botty. So. Damage, Damage, Damage. Okay. So, bis hierhin und nicht weiter. Der nächste Turm. Ach, ist das herrlich. Aua. Ah. Eie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 i. Wow, 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 hier wird geballert. Okay, nächste Turmreihe. Ja. So, und der nächste Turmreihe. Dann haben wir halt hier fast fertig, wie es aussieht. Mist, da fehlt das Drömling. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. So, was haben wir hier? Da haben wir einmal, da haben wir einmal dort und das da. Sehr schön, das hat sich gelohnt. Das war ja jetzt eine gute Ausbeute. Wie viel haben wir jetzt hier? 16 Stück schon wieder. Speichern wir mal wieder. Hey, der ist ja dauernd dort am Speichern. Ja, das mache ich.
So bin ich, ja? Feige Sau bin ich, ja. So. War jetzt aber ein bisschen Verluste drin, habt ihr gesehen. Also ein paar Türme haben die jetzt sozusagen in die Luft gesprengt. Aber alles im allen geht das doch so insgesamt flotter. Wichtig ist halt dafür, dass man hier noch Energie hat. Also ohne Energie geht die ganze Garnerie hier nicht. Und vor allen Dingen sollte man zusehen, dass die Kämpfe nicht immer allzu lange dauern. Weil je mehr die Lasertürme ballern, umso mehr Energie ziehen die weg. Genau. Wenn die nur so online rumstehen, das geht so. Ne? Das ziehen zwar auch schon Energie weg, aber wenn die ballern, da sind die richtig aktiv und dann geht das weg ohne Ende. Das ist wie der warme Semmeln dann sozusagen. Und das ist dann äußerst unangenehm. So, jetzt gehen wir den da an. Schubidu. Jetzt geht's hier rüber. Okay, das ist nochmal ein Riesennest. So, und jetzt nochmal... Ups, jetzt hat die Forschung weggeklickt. Warte mal. TV-Forschung, was haben wir denn da? Das ist der Laserturm Feuerrate, Schadenserhöhung Laserturm, ist alles schön und gut. Wir machen die Schrotflintenrate jetzt aber. Weil die Schrotflinte ist definitiv meine Lieblingswaffe hier geworden. Spiel speichern. Und zwar speichern, ja. Speichern, speichern, speichern. Und weiter geht's. Okay, jetzt geht's hier wieder ran. Entoben so. Jetzt haben wir erstmal die erste Sicherheitslinie. Dass wir da auf alle Fälle was loswerden. Gut, jetzt sind wir schon sehr nah dran, ne? Okay. Können wir die ja mal wegmachen. Schubidubidu. Hoppala. Okay. Dann immer bis zu hier hin und dann das dahin. Und jetzt kommt die erste Alliense. Ja, 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 ja. Ich euch auch. Ganz doll lieb. Glaubt ihr ja nicht? Nö, nee, glaubt ihr nicht. Ja. So leichtgläubig sind der Alliense dann auch nicht. Ne? So, da vorne ist jetzt ein super Tower-Ding. Das können wir das hier wegräumen. Ah. Genau, jetzt wird da hier ballert, was das Zeug hält. Ja! Ein Tower. Und der bis hierhin. Jetzt will ich es wissen. Oh, jetzt mache ich das wirklich so mit Abstände und so ein Dreck. Wow, hat das hier ballert. Ist das geil. Ja. Yeah. Einmal, zweimal und dann kommt hier die Gunnery rein. Genau. Oh, da ist gleich ein Wurmkur. Ist natürlich weniger schön. Genau. Schauen wir mal. Oh, das ist aber ein sehr heftiger Wurm. Wollen wir mal kurz warten. Ja, der ballert. Baby baller baller. So, zumindest kommen jetzt keine kleinen Aliens mehr. Das ist schon mal sehr schön. Und dann machen wir den mal hier hin. Und dann machen wir dir einen Womo. Genau, ihr entwurmt mal. Schauen wir mal, wie viel Wurmkur ist hier noch? Ja, nicht mehr. Sehr schön. Gut. Nächste Alien-Fragmente. Ja. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Sehr schön. Jetzt können wir das hier wieder einsammeln. Und der Anzug ist bald fertig. Guckt mal, ja, da. Der wird aber erst in der nächsten Folge fertig. Was sagt dann dazu? Weil hier ist die Folge zu Ende. Und ich würde mal sagen, ich gehe auf meine Station rein und werde mal dann gleich auch nochmal neue lustige Sachen bauen. Damit mein Anzug nochmal ein bisschen effektiver wird, hoffentlich. Ich hoffe mal wirklich. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch nämlich deshalb einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr Anregungen, Ideen, Kommentare habt, die mir vielleicht hier weiterhelfen könnt, ne? Vielleicht kann ich das Ganze hier noch besser gestalten. Ja, dann schreibt das unten rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio und bye bye.